nicht egal. Dann macht das mal hübsch. So, und damit ein herzlich willkommen hier. Ich glaube, man kann es schon erkennen an dem schönen Baum da hinten. Und das Glöckchen ist auch da. Hier im Phantasialand im, im Wintertraum. Wir sind endlich hier im Wintertraum, im Phantasialand. Phantasialand, mein Freizeitpark alles Herzens. Und deiner? Ja, also auch einer der... Ja, es war eigentlich, glaube ich, auch mein erster Freizeitpark als Kind. Noch so schön Silbermine mitgenommen und alles. Und die Canyonbahn. Ja, aber stimmt. Jetzt freuen wir uns auf Sachen wie Fly, Taron. Und natürlich auch so gegen 17 Uhr, 17.15 Uhr diese Illumination, wo ja alles mit dem Lichterspiel ja, super in Szene gesetzt ist. Und ja, da werden wir euch auf jeden Fall einiges von zeigen. Auch zum Beispiel coole Mapping-Shows wie auf Mystery Castle, die ist ja neu. Wir sind gespannt und ja, ich denke mal zum Frühstück direkt mal ein Fly, oder? Ja, die anderen möchten gerne Fly fahren. Dann fahren wir jetzt mit wir den anderen Fly. Wir fahren jetzt eine Runde Fly. Und der Reim ist auch dabei, heute mal ohne Telefon. Noch früh. Ja, aber die gehen ganz kalt. Wenn die zu kalt war, ja. Anna, wir fahren Fly. Wir filmen euch. Wir werden fliegen. Du möchtest filmen? Anstatt Winners für den Forst gehen wir jetzt erstmal Pferdchen reiten. Aufs Pferdchen, los! Wir galoppieren jetzt! Yay, yeah, Pferd! Und die Mottis auch dabei! Galopp, Stute, Anni, galopp! Gib alles! Alter, halt dich bloß gut fest! Und die anderen sitzen da unten! Thank you.
Guck mal, die vier von der Tankstelle da vorne. Unmöglich. Nee. Und bei drei alle springen. 1, 2, 3. Wupp. Ja, hat ja super geklappt. Das üben wir nochmal. Die Definition von Springen und Handheben, ne? Das war sicherlich nicht so kalt. Ja. Minuten und das heute. Nehmen wir mit. Der Reitstall stürmt Vinyas Fear and Force. Attacke! Wenn das 15 Minuten sind, fresse ich auch einen Besen. Ja. Weil, ne, wir stehen hier unten. Es sei denn, Martin, wir haben die Q-Line-Kürze, dass sie nur am Rand lang laufen und nicht mehr Slalom. Wir werden das prüfen. Meine Damen und Herren, erwischt. Bitte beachten Sie das absolute Rauchverbot im gesamten. Ah! Wie Schwerverbrecher, alle hinter Gittern. Essensausgabe. War lustig. Es war halt richtig cool. Wir hatten vier und die ist natürlich ein bisschen rasanter, aber mega, mega Spaß. Es macht immer Spaß. Immer Spaß. Aber war ein bisschen länger als 15 Minuten, ne? Ja, ich glaube, wir hatten gerade so die Grenze, wo es in der App auf 25 Minuten umgesprungen ist und hast schon geguckt. Wir haben jetzt 40 Minuten. Hinter uns ist der Baum des Todes. Nein, das ist der Titan Tunnel Tree. Ah, der Daniel geht da auch nicht gern drauf, weil es gibt ein bisschen für Leute, die Höhenangst haben. Hat man dir eigentlich schon mal gesagt gehabt, dass man nicht von unten filmt? Wieder was gelernt. Besser. Ja. Zwar kriegst du den Titan Tunnel Tree nicht drauf, aber besser. Dafür kriegen wir jetzt schöne Bilder von oben. Ja. Das sind mindestens 500 Meter. Mindestens. Ah! Überlebt. Ja. Haben wir die überlebt? Wir haben die überlebt. Das hat Spaß gemacht. Vorsicht, Vorsicht. Eine schöne Aussicht. Ja. Nein, tu das nicht. Nein. Aha. Nein. Ja. Hau ab! Nee, da mach ich jetzt gar nichts mehr. Womit? Mach schnell, nicht voll! Ja, wer soll denn hier ein Foto machen? Hier ist ja keiner. Lächelt mal, guckt mal nett. Ja,
habe es gefunden, Es ist echt sehr komisch hier gerade. Zum Glück haben wir nichts gefilmt. Es gibt keine Beweise, außer das. Sonst kühlt er doch nie ab. Ja gut, da ist er auch wieder weg. Aber so lässt sich das auch besser trinken. Geht auch so, ich habe auch mit einem Glas Wasser von daher. Ja. Let's go to Colorado. Arr. Ladies, are you ready for the Michael Jackson Gedächtnis Ride? Nee, die Anna kann gerade nicht, die ist schwer beschäftigt. Business, business, business. Business, business, business. Ja, man muss immer up to date sein, Leute. Ja. Ja, das ist hart. Nimm dir mal ein Beispiel am Ralf, der telefoniert heute auch überhaupt nicht. Ja, der Ralf hat heute gedacht, gehabt, heute mal keine Arbeit. Heute mal keine Arbeit. Nein. Mhm. Ja. Aber ich muss halt, ne? Ja, das kommt sich alles nicht von alleine. Business. Ja, jetzt Colorado, was ja. Ja, erstmal entspannen auf Achterbahn. Ja, Achterbahn. Schön, dass das noch in deinen Terminplan gepasst hat. Ja. Gerade so, konnte ich gerade rein. Ich habe gerade so ein freies Zeitfenster gehabt. Sehr gut. Das ist ja mal mega Stimmung hier in der Warteschlange von Colorado. Warteschlange. Sollte es mal öfter geben. Hat sich Spaß? Die Monty hat richtig geschrien. Es war super. Gerade von Colorado gekommen, ist einfach wieder unfassbar, die Bahn.
25 Jahre ist die alt oder 24 und fährt sich immer noch wie Butter. Und jetzt Geister-Rikscha. Jetzt habe ich dich erschrocken. Und ich habe das doch gesehen, hat das. Wir sind hier nicht sicher. Wir sind hier nicht sicher. Lauf! Hier ist keiner sicher. Keiner ist sicher. Sag mal, hört ihr es auch? Jack! Jack! Jack, komm zurück! Jack, komm zurück! Wupp, wupp! Es ist soweit. Es ist soweit. Wir fahren unsere große Liebe. Die große Liebe, Taron. Ja, also noch ist es, würde ich sagen, so rum. Nummer 1 recht unangefochten, oder? Ja, ist es auch. Ist es wirklich. Wir haben eigentlich gedacht gehabt, dass die Fly die Taron irgendwann ersetzt, aber dem ist halt auch nicht so. Taron bleibt weiterhin Infanterie ja. Nummer 1. Auf jeden Fall. Ja. Das ist Liebe. Und den fahren wir jetzt. Die fahren wir jetzt. Nutzen. Ja, wir müssen den Moment nutzen. Mein Gesicht ist eingefroren. Ja, es ist schon sehr kalt. Aber ja. Es war wunderschön. Es war das ist immer so wunderschön. Geil. Taron ist einfach so dermaßen geil. Ja, mach. Ist das nicht einfach wieder wunderschön? Mega. Ich hatte gerne nach Hause. Ja. Trotz dicker Jacke. So schön. Thank you.
geht wieder los, meine Damen und Herren. Schaut euch das an. Sie gibt einfach alles. Einfach alles und gleich liegt sie da. Ja, das muss doch perfekt Instagram-Foto sein. Ja, das kommt schon wieder auf. Kleine Ente! Man hört es an der Musik. Wir sind jetzt auf der Black Mamba. Du siehst ja ein bisschen aus, als wären wir gerade wieder an einem Halloween in irgendeiner May. Ja, aber wirklich, das Licht ist echt übel. Aber auf jeden Fall Black Mamba. Und ein Geheimtipp, letzte Reihe. Black Mamba, letzte Reihe, das ja, ist hoffentlich. Der Burner. Hoffentlich kriegen wir letzte Reihe, weil wir kriegen jetzt halt das, was wir halt kriegen. Ja, und gleich hüpfen wir noch nach Rockburg und nehmen die Nein, Show mit. Nein, erstmal den Adventure Trail. Stimmt, den Adventure Trail machen wir gleich auch noch. Im Keller. Genau. Und danach gucken wir uns auch die Roadburg Show an und dann die Mapping Show auf Mystery Castle. Genau. Ein Teil geht nochmal hier auf Black Mamba, ein Teil wird wahrscheinlich nochmal Taron im Dunkeln fahren. Und wir haben festgestellt, liebes Phantasialand, 20 Uhr ist viel zu früh, mach mal 22 Uhr. Oder mindestens 21. Komm, 21. Komm, mach. Weil dann ist der Wintertraum im Dunkeln einfach viel zu kurz. Das ist richtig. Ja. Phantasialand. Sind wir mal gespannt, wie das so ist. Bella, vielleicht hinter mir weg. Nein! Alter. Ich schreie alles zusammen. Sollte man hier auf seine Füße gucken? Ich weiß es nicht. Hast du meinen Fuß? Ey, das ist ja voll kacke hier. Ich hab grad den Fuß. Guck nicht nach unten! Nichts mehr. Aufpasse, aufpasse! Ich hänge! Ich hänge fest! Oh mein Gott! Scheiße auf Hotelter Typ! Ist doch hier super! Oh Gott! Ah, da, warte, ich bin nicht dagegen.
Aggression aus. Hallo. Hallo. Das war die Süß. Kann man hier noch bei euch rein? Ja, wer bist du denn? Das scheint besser. Entschuldigung? Ich hab nur vor. Gut, dass Anna hinter dir ist. Starte auf! Mensch, Paul, gib alles! Martin, schubst mich? Ja! Ja, geil! Ach, das ist keine Rutsche, das ist mit Rollen! Wo bist du? Da bin ich, Hallöchen. Oh, ja. Guck dir mal meine rote Nase an. Ja, es ist dabei habe ich heute kalt. Gar nichts getrunken. Wir sind eben nämlich nach Colorado gefahren. Es ist so kalt geworden. Ja. Schrecklich, schrecklich kalt. Ja, aber wir sind jetzt auch durch den Winterzauber ganz gut in Weihnachtsstimmung. Colorado über uns. Ja. Da war das Holz gebrochen. Ich würde sagen, wir sind jetzt ganz gut in Weihnachtsstimmung gekommen durch Winterzauber. Es ist einfach immer wieder cool, gerade wenn diese Illumination dann ist und oh, das ist so schön und also hier kommen richtig Gefühle. Gefühle werden geweckt. Gefühle. Und man, ganz viele Gefühle. Genau, also wenn euch irgendwie... Liebe liegt in der Luft. Ja, Liebe und leckere Düfte, alles wieder dabei. Ja, leckere Düfte. Ja. Ja, aktuell sind wir jetzt auch in Mexiko. Ja, und jetzt sind wir aber gleich raus aus dem Park. Ja, es ist schon wieder zu Ende. Der Wintertraum ist schon wieder zu Ende. Meine Güte, wie schnell so ein Tag vergeht. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, nochmal, liebes Phantasialand, ein, zwei Stündchen mehr wäre nicht verkehrt. Ja, ja.
finde ich auch. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch, wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, euch und euren Liebsten. Ja. Aber noch keinen guten Rutsch ins neue Jahr, denn vor dem Jahreswechsel kommt noch mal was von uns. Genau. Habt die Augen auf, abonniert den Kanal, Glöckchen anmachen, Däumchen freuen wir uns auch und gerne einen Kommentar schreiben. Auch wenn ihr hier im Wintertraum wart, erzählt uns mal, was euch am besten gefallen hat. Also tatsächlich muss ich sagen, finde ich irgendwie immer, ja, Colorado, dich finde ich auch immer sehr lustig. Tara und ist natürlich auch geil, Fly, aber auch so eine Black Mamba. Also eigentlich holt mich hier immer wieder alles ab. Und was richtig cool ist, dieser neue Adventure Trail. Das macht richtig Spaß, habt ihr ja jetzt gesehen. Und ja. Vor allem im Dunkeln macht der sehr, sehr viel Spaß. Ja, ne? Also der ist auch sehr, sehr schön beleuchtet. Ja. Richtig schön gemacht. Ja, auch von mir schöne Festtage, frohe Weihnachten. Ja, und dann werden wir mal sehen, wo wir in Weihnachten noch sind. Aber wir wissen es halt eben noch nicht zu 100%. Genau, auf jeden Fall kommt noch was von uns. Genau. Und bis dahin, alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.